Hallo YouTube, hier spricht die Stimme der Hauptstadt, Boltics Ergonia am Start. Und ihr seht schon, ich bin mit der G36C mit Rotpunktvisier und Rückstoß unterwegs, und zwar auf Interchange mal wieder. Und heute gibt es in Anführungszeichen Spawn Trap Team Deathmatch, denn die Gegner, die sind gar nicht mehr aus ihrem Spawn am Ende rausgekommen. Das war einfach die brutalste Zerstörung hier. Und ja, heute mein Thema ist wieder meine Top 5, und zwar die zweite Episode läuft heute. Und heute geht es um meine Lieblingsmaps bei allen Call of Duty Teilen. Und da will ich gleich mal beginnen mit der Number 5, mit der ersten Map heute. Und das ist Nuketown von Black Ops. Die Map wurde ja von vielen richtig gehasst, von anderen geliebt. Und ich muss sagen, die hat auch teilweise wirklich richtig Spaß gemacht. Gerade wenn diese Nuketown Specials waren, da haben man einfach wirklich die ganze Nacht oder das ganze Wochenende durchgezockt, weil es einfach echt Fun gemacht hat. Und ja, auch so zum privaten Spiel, Quickscopen oder ein 1 gegen 1 war die Map halt bestens geeignet. Da kommt keine andere Call of Duty Map ran. Und deswegen ist die bei mir auf dem 5. Platz gelandet. Und weiter geht's mit der Nummer 4. Das ist bei mir Terminal. Terminal von MW2. Ja, ich bin kein großer MW2-Fan, aber Terminal, muss ich sagen, die hat wirklich mir richtig gut gefallen. Problem an der Sache war nur, dass da unglaublich viel geloop-tubed und gequickscoped und getrickshottet wurde. Und das hat dann den Spielfluss der Map meistens ziemlich zerstört. Und von 5 Runden konnte man dann ja 1 bis 2 Runden zocken. Der Rest war für den Arsch. Und das war ein bisschen schade. Aber vielleicht bringen sie ja noch die Ice Classic Map zu MW3 rein. Das wäre eine richtig coole Sache. Denn die Map an sich spielt sich richtig geil. Und wenn es dann auch mal läuft und man eine ordentliche Lobby gefunden hat, dann geht es auf der Karte richtig ab. Und das will doch jeder Spieler von Call of Duty, dass ordentlich Action drin ist. So, auf Platz 3 dann die Black Ops Map, die zweite Black Ops Map, schon Jungle. Ja, bei Jungle, da hat man sich immer gefreut, wenn bei Bodenkrieg diese Map kam. Denn wenn man da mal den Chopper Gunner hatte, sagen wir mal zweimal hatte, dann waren die 100 Kills eigentlich fast schon drin, denn das Ding hat teilweise echt da 30 Kills gemacht. Und ich muss wirklich sagen, die es war unglaublich geil auf der Map zu zocken. Die hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Das einzig Nervige war dieser kleine Berg da oben, dem sich immer die Sniper hingestellt hat. Ansonsten allerdings die Map wirklich bei Black Ops auf jeden Fall nicht zu toppen. So, die Nummer 2 ist dann eine MW3 Map. Ja, MW3 ist auch vertreten, und zwar mit Underground. Und die Map ist so ein bisschen unscheinbar. Die kommt ziemlich selten, was mich ziemlich aufregt, aber die Map gefällt mir richtig gut, denn die Gegner schießen da irgendwie meine Pavlos nicht so oft runter. Und das ist im Gegensatz zum Beispiel zu Village ganz, irgendwie, ja, ich glaube, die Gegner, die unterschätzen einfach die Stärke des Pavlos auf der Map. Denn auch wenn es da viele Häuser gibt, da in der Mitte ist ein richtig großes Glasdach, wo der Pavlo dann auch gut durchschießen kann. Und da lohnt es sich auf jeden Fall, Killstreaks mitzunehmen. Und dann kann man da ja, auf jeden Fall richtig viele Kills schaffen. Hab da in meinem vorletzten Video auch schon ein richtig gutes Gameplay hinbekommen. Und ich probiere natürlich immer weiter auf der Map zu spielen. Allerdings kommt sie halt relativ selten. Das ist ein bisschen schade. So, und auf Platz 1. Ihr habt sicherlich kaum aushalten können hier. Es ist eine Call of Duty 4 Map. Wie soll es auch anders sein? Eins meiner absoluten Lieblings-Call of Duties, vielleicht sogar das Lieblings-Call of Duty, Modern Warfare 1, ist die Map Crash. Im Deutschen hieß die Absturz, glaube ich. Und die war vom Aufbau her eigentlich gar nicht so was Besonderes. Aber die hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich habe da auch mein bestes Herrschaftsspiel bis heute gemacht. Das waren 158:5. Und ja, die ist einfach grandios gewesen. Die hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich kann nicht genau sagen, wieso, aber es ist einfach so. Und ich würde mir richtig wünschen, wenn die Map dann auch bei MW3 irgendwie als Classic Map rauskommen würde. Mein Endscore hier am Ende ist dann 42:2. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.